Ein wunderschönen Willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play und zwar mal wieder ein bisschen Mindtest, aber nicht nur irgendein Mindtest, sondern ein das da. Wir spielen Mindklon 2. Das aktuelle Dev Build. Also praktisch die aktuelle Entwicklerversion praktisch. Dazu gehen wir mal auf eine neue Welt. So ungefähr. Dann createn wir mal die Welt. Können wir eigentlich direkt so lassen. So. You are about to join the server at Lepcar House with the name Volker for the first time. If you process in your account using your... was ist denn das Wort? Will be created on the server. Please retype the password and click register to join. Confirm confirmation. Click lalalala. Register and join. Wow, die Abfrage ist neu. Die kannte ich noch gar nicht. Gut. Okay. Ja, würde ich mal sagen, willkommen bei Mindklon. Ich bin gerade ein bisschen confused. Da genau. F10 war das, ja. So, nö. Eigentlich brauchen wir hier gar nicht so weit. Gut. Okay. Ja. Mindklon ist quasi ein offener, ja, wie sagt man, also zum einen erstmal mein Test ist eine Open Source Reimplementierung von Minecraft. Dazu hatte ich ja bereits schon mal Let's Play gemacht. Und mein Klon, in dem Fall mein Klon 2, ist praktisch ein Add-on für Mindtest, weil Mindtest versucht, viele Sachen so simpel wie möglich zu halten. Sprich also, es ist sehr minimalistisch angehaucht. Und mein Klon 2 versucht, dieses Minimalistische wieder aufzuheben. Und das Ganze doch wieder relativ Minecraft orientiert zu machen. Sprich also, man hat sehr viele sehr viele Features, die man aus Minecraft kennt, die bei Mindtest mit Absicht nicht vorhanden sind. So, Zeitgeschwindigkeit 0 ist natürlich zwar Standard, wollen wir aber beim Let's Play nicht haben, sondern wir nehmen gute Frage eigentlich. Warte mal ganz kurz. Also Timespeed, das wäre praktisch Echtzeitgeschwindigkeit. Das wäre also ein Tag 24 Stunden. Wollen wir nicht, sondern wir wollen fürs Let's Play, dass ein Tag so ungefähr 20 Minuten geht. Das wären also 24 mal eine Drittelstunde, also praktisch 24 mal 3. Das wären, Ronny, streng dich an, 72. Also gehen wir auf 72. Badam. Hä? Achso. Ohne ist gleich. Was? Wo denn? Wo? Fängt ja gut an. Klappe. Ach du Scheiße. Ernsthaft jetzt? Sag mal. Erst mitten am Tag. Was haben die gegen mich? Ich bin tot. Hallo. Wieso ist das jetzt gerade nicht explodiert? Bleib mir fern. Yay! Mein erstes Item.
So. Ja, zuallererst beginnt die Welt natürlich wieder damit, dass wir die Welt säubern. Warum ist der Baum hier unten weiß? Was hat das zu bedeuten? Wahrscheinlich möchte er von uns gefällt werden. Damit wir erstmal. Wow, ein neues Achievement. Damit wir erstmal unser allererstes Holz mit der Flachkante abkanten. Blätter brauchen wir eigentlich nicht, aber. Oh! Okay. Haben wir gleich mal ein paar Samen. Kommt mir gerade schon wieder vor wie bei der Samenbank. Okay. Ja, viele von euch werden jetzt denken, hä? Minecraft? Wieso das denn alles? Ich dachte, du machst Doom-Videos. Ja, mach ich auch, aber ich spiele halt selber ab und zu auch sehr gerne Minetest. Minetest kenne ich schon länger als du und hat mir früher halt sehr viel Spaß gemacht. Und ach du Scheiße. Ab und zu habe ich halt noch dieses Verlangen. Ja. Genau dem alten Spiel praktisch. Dankeschön. Halt zu spielen. Und deswegen habe ich mir gedacht, boah. Hast du früher schon mal ein Let's Play dazu gemacht? Warum nicht jetzt weitermachen? Und da hatte ich aber gesehen, dass das halt nicht für Minecraft war, sondern halt noch für das Original Game. Gott, ist das hier bergig, ey. Wir suchen uns mal eine ruhigere Gegend. Ja, und habe deswegen jetzt praktisch nochmal neu angefangen. Aber halt mit meinem Klon und nicht Vanilla, mein Test. Und deswegen halt. So, wir können uns hier gleich mal ein paar Blumen mitnehmen. Können wir für den Fall, dass wir Wolle bekommen, die Wolle gleich mal einfärben. Gott, gibt es hier viele Blumen. Können wir hier fast bleiben? Ins Wasser und sterb. Wow. Dankeschön. So, ja, anders als das. Oh, Fleisch. Anders als das Vanilla Let's Play wird das hier wahrscheinlich kein endlos Let's Play, sondern es gibt neuerdings bei Mineclone auch genauso wie bei Minecraft The End. Und soweit ich der englischen Sprache mächtig bin, heißt sie endlich anders als das Ende. Ja, und dementsprechend werden wir versuchen, auch irgendwann zu dem Ende zu kommen. Und damit dürfte dann das Let's Play dann quasi enden. Wobei natürlich, ja, ich lasse mir natürlich Zeit. Das Let's Play soll schon etwas länger gehen und jetzt nicht nur so die klassischen, ja, 30 Folgen oder sowas wie ein Doom Let's Play haben, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken. So, jetzt haben wir unsere erste Spitzhacke aus Holz. Oh, Kohle. Ah, Kohle ist immer gut. Luft ist übrigens auch immer gut. So, wenn wir hier ein bisschen Gestein mitnehmen, damit wir uns dann bei Zeit noch gleich mal noch eine Steinspitzhacke bauen können.
Ansonsten allzu viel weiß ich hiervon nicht. Ich selber habe mein Klon nur relativ selten gespielt. Und mein Test, Quatsch, mein Craft habe ich persönlich nie gespielt. Also ich habe es ab und zu mal angespielt, aber nie wirklich aktiv gespielt. Von daher kann es durchaus sein, dass ich hier bei manchen Sachen, die Minecraft-spezifisch sind, sieht interessant aus. Was ist das? Ein bisschen hänge. Weiß, diese Sandsteindarstellung oder was? Nee, ja doch, Sandstein. Nice. Gut, wir suchen uns erstmal eine relativ ruhige Gegend. Wir haben jetzt zwar ein paar Anfangsressourcen. Ich glaube, wir kloppen uns hier nochmal ein paar Bäume. Weil wir bräuchten bei Zeiten auch unser erstes Schwert, damit wir hier mal ein paar Gegner erlegen können. Oder aber andererseits ein paar Tiere. Was macht der Hase da? Ich weiß es nicht. Du kommst noch da. So, nein. Die brauchen wir. Beziehungsweise wir machen erstmal hier Holz. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da und wir haben unser erstes Schwert. Gott, die ganzen Achievements, ey. Oh, es wird doch schon dunkel. Ja, Scharfilein. Gut, dann können wir uns nämlich auch schon gleich unser erstes Bett bauen. Oder auch nicht. Braucht man hier etwa komplett farbiges? Oder was? Ach du Kacke. Gleich mal Grafikfehler, Alter. Bin ich hier direkt aus dem Bett wieder rausgeslädert. Gut, okay. Erste Nacht überstanden. Alter. Das war schon mal gar nicht mal so heftig. Ich dachte schon, wir werden jetzt gleich in der ersten Nacht von 14 Gegnern hier geplättet. Dem da zum Beispiel. Gut. Ich würde sagen, wir haben unseren ersten Gegner. Komm mal her. Ah, erstmal hier ein bisschen Shakishen üben. Ja, ich muss gar nicht so wegrennen. Dankeschön. Kriegt man ja keine Boni. Aha, eine Kuh. Gut, wo ist die Kuh? Autsch. Mist. Ich dachte, wir bekommen von der Kuh auch ein bisschen Leder, weil Leder war, glaube ich, wichtig für Backpack, also Rucksack. Bin jetzt hier schon in der Doom-Sprache angekommen, Alter. Backpack, Alter. What the fuck? Da hinten sieht es ein bisschen ruhig aus. Da ist es schon flach. Okay, wird eigentlich auch ein Boot bauen? Erstmal gucken, weil es gibt ja hier auch ein Hilfemenü. Genau das da. Aha, Boot. Oh, einfach nur ein U. Ist ja interessant. Ja, das ist schon das Erste, woran ich mich gewöhnen darf, dass man hier für alles Mögliche das Ding braucht. Aber gut. Das soll uns nicht schaden. Mein Problem ist eher, dass uns jetzt quasi schon das Menü hier halb voll ist. Ach du Kacke. Dankeschön. So und jetzt los geht's. Aha, halt. Dankeschön.
Lebensmittel kann man immer gebrauchen. Weil anders als beim Mindtest gibt es hier standardmäßig Hunger. Die sieht man unten an diesen komischen Fleischkeulchen, die man sieht. Ja, wir werden also immer darauf achten müssen, dass wir genug Nahrung haben. Alter, warum kann der Ding schneller rennen als wir? Der Rest hängt aber schon hinterher, Alter. Eieiei. In der Schneelandschaft wollte ich jetzt eigentlich nicht. Von der Ferne sah das aus, als wenn das hier Wüste wäre, also Steppe. Das hätte mir mehr gefallen. Dann gehen wir mal in die Richtung da hinten. Ist das hier ein Iglo oder was? Das sieht so künstlich aus. Aha, also doch. Sehr interessant. Oh! Wow! Can only sleep at night or during a thunderstorm. Cool, wir können auch während eines Sturms schlafen, ist ja nice. Gut, dann lasse ich das Bett schon mal hier. Das war mit welcher Taste? Aha. Und den dafür lasse ich mit. Dankeschön. Haben ein rotes Bett. Sieht, wie ich finde, optisch besser aus. So, da hinten ist es einigermaßen grün. Dann werden wir uns mal auch in die Richtung da begeben. Oh, hier können wir erstmal soweit nichts mitnehmen. Das ist hier alles nur irgendwelches, was auch immer. Wahrscheinlich Schneeblöcke. Auf jeden Fall etwas, was wir erstmal so nicht brauchen können. Von daher gehen wir erstmal hinten in die Gegend. Da hinten ist auch schon ein schöner Krater oder was auch immer der darstellen soll. Ein paar Bäume. Ah, dann ist auch schon wieder Schnee. Ist ja Bullshit. Wir werden erstmal eine ganze Weile wandern dürfen hier, bis wir hier auf was Brauchbares stoßen. Vor allem ist immer noch alles so gebirgig, wobei der flach. Der Berg schon wesentlich ordentlicher aussieht als da hinten die extrem steilen Berge. Hier ist einfach nur Meteoritenkrater. Interessant. Gut, wahrscheinlich geht der Schneebereich hier hinten rum, heißt also in die Richtung gehen lohnt sich nicht wirklich, außer wir kreuzen das Schneegebiet. Da hinten ist ein grüner Stein. Was ist das denn? Ah, das ist ein Canyon. Oder? Ne, doch nicht. Okay, doch ein Canyon. Ich habe doch gerade ein Schaf gesehen. Ein Schwein. Oh, okay. Hier gibt es verschiedene Tiere. Dankeschön. Noch ein Schwein. Da habe ich ja Schwein gehabt. Danke dafür. Dann ist noch ein Schaf. Boah, Alter, gibt es hier viele Blumen. Meine Fresse. Ist eine richtig blumige Gegend. Nein, bleib hier, Arschloch. Die Schafe sind ganz schön flink. Habe ich das Gefühl. Gott, gibt es hier viele Pflanzen, ey. Das ist ja. Hätte gerne mal ein paar Kühe. Oh, wir gehen einfach mal in die Richtung. Da hinten sieht es doch nicht so weiß aus, wie ich dachte. Oh, Alter.
dumm zum Laufen hier. Sieht schon nicht schlecht aus. Sieht schon echt hier nicht schlecht aus. Ja, ich könnte auch ein Texture-Pack benutzen, das will ich aber nicht. Ich mag so diese ganzen Standard-Texturen. Oha. Ach du Kacke. Gibt hier irgendwas Spannendes? Nö. Ich hätte gerne die Kohle da, aber für 4 Kohle springe ich hier nicht in mein Tod. Einfach so in den Tod springen wäre ja Lebensmüde. Mein Hund wird schon wieder rum. Oh, Alter. Ah, da ist noch wieder Schnee. Da ist ein Loch. Interessant. Ja, das erste Let's Play werde ich ein bisschen länger machen. Ansonsten versuche ich bei meinen Let's Plays hier bei meinem Klon. Da komme ich nicht rauf. Kann ich aber gut umschiffen. Wobei, eigentlich doch, ich komme rauf. Wow. Außer ich stürze ab. Erste Folge wird ein bisschen länger jetzt, solange ich da Bock drauf habe. Ansonsten die späteren Let's Plays werde ich wieder versuchen, so wie früher bei meinem Test. Ja, so Viertelstunden orientiert oder vielleicht so eine halbe Stunde. Mal gucken, je nachdem wie es kommt. Ich bin hier schon auf Folgenniveau. Digga, mein Niveau sinkt aber ganz schön. Jo. Ein Hase. Habe ich dem Hasen mit Fell über die Ohren gezogen. Daraus kann man, glaube ich, auch Leder machen. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Wir haben noch gar kein Leder bekommen, ne? Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich scheiße. Gut, erstmal. Wir haben 10-mal Kohle. Wir haben gerade mal 5 Steine. Ich brauche noch ein paar Steine. Okay, beim nächsten Canyon, wo wir hingehen, da hinten ist bereits einer. Boah, Alter. Wir werden erstmal ein paar Steine holen. Wow. Yay! Fuck you. Hier werden wir erstmal ein paar Steine holen. Oh, hier gibt's auch Kohle. Wie komme ich da am günstigsten rein, ohne nie wieder rauszukommen? Gar nicht. Nett. Gut. Es wird schon wieder dunkel. Ja, das ist blöd. Gut, hier geht's auch noch ein bisschen. Kann man auch rein. Ich schlage jetzt mal mein Bett auf. Los! Dass man immer erst ab einem bestimmten Level schlafen gehen kann, ja? Das ist so. Achso, ist du far away. Was war das gerade? Uah! Digga, was ist denn hier los? Oh. Ha, er wurde von der Wolke umgebracht. Yay. Ach, die scheiß Wolke hier. Sehe ich gar nichts mehr. Ah, außer ich bin in der Wolke. Wow, cool. Nebeleffekt. Das ist nice. Das gefällt mir. Oh, das ist wieder irgendwie weniger. Ich habe einen Knochen. Fuck, jetzt ich gar nichts mehr. Gut. Komme ich an die Knochen ran? Ja. Das hier sieht doch gut aus. Oh, einen Pfeil habe ich auch bekommen. Ah, fucking Spinne. Warum ist hier eine Spinne? Achso, weil es dunkel ist. Ja klar, ist schon wieder. Ich Intelligenzbestie. Wo ist die Spinne jetzt? Ach du Kacke. Enderman auch noch. Hoffentlich greift der mich nicht an. Hoffentlich greift mich gerade überhaupt niemand an. Mich greift doch irgendwie gar keiner an. Die Spinne ist auch weg. Ach, da unten ist sie.
Hoffentlich bleiben die Viecher auch alle freundlich. Oh, da unten ist noch ein Skelett, wollte ich gerade sagen. Ja doch, eben, ist ein Skelett. Ach du Scheiße. Park. Gut. Dann lasse ich das erstmal hier so sein. Die bloß noch hier ein bisschen Gestein mit. Wow. Weil Gestein hätte ich schon gerne. Und ich war das jetzt doch Stein? Ah ne, war was anderes. Was ein Dorite. Na fuck. Weg damit. War so kein Gestein. Bullshit. Oh, hier kommen jetzt wieder ins Schneegebiet. Hier geht's auch wieder runter. Bist du ein Eisbär? Oh, Eisbär. A fucking Eisbär. Wobei ich dachte eigentlich, Eisbären sind aggressiv. Na, vielleicht sobald ich ihn angegriffen hätte. Die Möglichkeit besteht ja auch noch. Oh. Oha. Wie tief geht's hier runter? Ganz tief. Das ist natürlich Bullshit, aber. Ja, okay, funktioniert. Gut. Ladies and Gentlemen. Das war unser erster großer Fail. Von daher würde ich mal sagen, das war's mit der ersten Folge. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder.